Ich danke Ihnen für die Einladung und freue mich besonders, meinem guten Freund Graham Fuller zu folgen, mit dem ich im Frühjahr 1963 in die Central Intelligence Agency eintrat. Wir wurden beide nach Washington gerufen, weil John Kennedy dazu aufforderte, dass diejenigen mit besonderer Ausbildung, besonderen Interessen und besonderen Fähigkeiten nach Washington kommen sollten, anstatt zu fragen, was unser Land für uns tun könnte. Wir waren beide Spezialisten für Russlandstudien und ich möchte nur anmerken, dass Graham und ich das Schlimmste durchgemacht haben, auch das Beste, denn wir konnten den Mächtigen die Wahrheit sagen, insbesondere in Bezug auf Russland. Nun, bei jedem Satz, den Graham gerade gesagt hat, kam mir in den Sinn, genau das wollte ich auch sagen. Oh, das wollte ich auch sagen. Eigentlich wollte ich noch ein paar andere Bemerkungen machen, aber diese ewige, endlose Spannung zwischen dem, was die Historiker die Slavophilen und die Westler nennen, das ist nichts Neues. Es ist wirklich wichtig festzustellen, dass jetzt eine große neue Mauer, ein neuer eiserner Vorhang, wenn man so will, zwischen dem Westen, dem kollektiven Westen, wie die Russen zu sagen pflegen, und dem Osten entstanden ist. Dem Osten mit seinen großen Plänen für die wirtschaftliche Entwicklung, dem Osten mit der großen Mehrheit der Bevölkerung in der Welt, China, Indien, Brasilien, Indonesien, Südostasien, Irak. Hallo, bitte, liebe Amerikaner, glauben Sie nicht, dass die USA Russland erfolgreich isoliert haben. Russland ist in der Geschichte immer aus der Isolation herausgekommen. Und Sie müssen verstehen, warum mein Freund Graham Genghis Khan erwähnt hat. Denn die Russen verbrachten mehr als zwei Jahrhunderte, das 13. bis 15. Jahrhundert, unter dem, was sie das Tarkasskoje Igo, das tatarische Joch nennen. Es war ein Joch. Es genügt also zu sagen, dass sich die Russen aus zwei Jahrhunderten und mehr unter dem Tatarenjoch befreiten, während Westeuropa aus dem finsteren Mittelalter in die Renaissance eintrat. Es genügt zu sagen, dass sich die Russen immer als zwei Jahrhunderte hinter dem Westen zurückstehend betrachtet haben. Und zwar völlig zu Recht. Peter der Große sollte der nächste Zar werden und er hatte Ende des 16. Jahrhunderts die Geistesgegenwart, in den Westen zu reisen. Er arbeitete zwei Jahre lang in den Werften von Rotterdam, lernte den Westen kennen, kehrte nach St. Petersburg zurück und als er Zar wurde, sagte er, unsere Zukunft liegt im Westen. Pushkin schrieb ein Gedicht darüber, wie Peter der Große auf die Ostsee hinausschaute, in den Westen blickte und sagte, Okay, von hier aus werden wir diese die Schweden bedrohen. Damit meinte er die Schweden, die Polen, die Litauer, all die Menschen in diesem Teil Europas, die die Tataren bei der Unterdrückung und Invasion des damaligen Russlands abgelöst hatten. Hier wird eine Stadt errichtet werden. Zum Nachteil unserer verhassten Nachbarn. Von der Natur selbst ist es vorherbestimmt.
Europa ist Europa. In nach Europa. Nicht nur ein wenig herausschneiden, sondern mit dem Vorschlaghammer. Freunde, dieses Fenster ist jetzt geschlossen. Die Vorhänge sind zugezogen. Alles ist vorbei. Ich bin optimistisch, dass die Europäer nach ein oder zwei Jahrzehnten zur Vernunft kommen und erkennen werden, dass sie von Leuten wie Senator McCain und Präsident Obama in die Irre geführt worden, dass Russland nicht nur eine Tankstelle ist, die sich als Land ausgibt. Russland ist ein Land, ohne das der Rest Europas verarmt. Und Graham erwähnte einige Aspekte davon, wie es bereits verarmt ist. Ich denke, das ist noch ein Jahrzehnt oder mehr entfernt, aber im Moment spricht man von einer multipolaren Welt. Das ist wahr, sie ist eine multipolare Welt geworden. Aber ich bevorzuge bipolar. Man könnte bipolar auch im psychiatrischen Sinne sagen, das würde auch zutreffen. Aber es ist bipolar in dem Sinne, dass es einen Pol und das hat etwas zu bedeuten, des blütenweißen Westens gegen den Rest der Welt gibt, worin die große Mehrheit farbige Menschen sind. China. Wie kann man sagen, dass die USA Russland isoliert haben, wenn 1,4 Milliarden Chinesen und 1,4 Milliarden Inder und Indonesier und Brasilianer und Südafrikaner und Iraner sich gegen das auflehnen, was im blütenweißen Westen geschieht? Das ist beklagenswert. Das hat enorme Auswirkungen. Aber so sehe ich das. Der Vorhang ist zugezogen worden. Es gibt eine neue chinesische Mauer, große Mauer, Berliner Mauer, eiserner Vorhang. Ich denke, Graham hat hier vollkommen recht. Was ist mit dem, was er über Russland und Deutschland gesagt hat? Bis jetzt und bis zu einem gewissen Grad auch jetzt noch sind das die Hauptakteure. Was sollen die Russen von Olaf Scholz halten, der am 7. Februar letzten Jahres neben Präsident Biden stand und Präsident Biden sagte, wir werden diese Pipeline beenden, wir können das, vertrauen Sie mir, wir kriegen das hin. Und was machte Olaf Scholz? Er saß am Pult direkt daneben, richtig? Und er wird gefragt, was halten Sie davon, Herr Scholz? Und er sagte, wir machen alles gemeinsam. In diesen Dingen handeln wir gemeinsam. Wir machen nichts, ohne zusammen zu sein. Wow. Jemand sollte Bundeskanzler Scholz fragen, bedeutet das, dass Sie von den Plänen zur Zerstörung der Nord Stream Pipelines wussten? Hat Biden Ihnen, als Sie in Washington gesagt waren, gesagt, dass dies in Arbeit war? War das etwas, was Sie gemeinsam gemacht haben? Ich kenne die Antwort darauf nicht, aber das deutsche Volk verdient sicherlich eine Antwort auf diese sehr wichtige Frage. Ich möchte noch auf etwas hinweisen, was ich schon betont habe, lange bevor es
in der Ukraine geknallt hat, sozusagen. Als die Russen als Reaktion auf das, was die Ukrainer taten, ihre Streitkräfte an der ukrainischen Grenze aufbauten, gab es einen großen Aufschrei. Und tatsächlich wusste Präsident Biden, der neue Präsident Biden, wusste nicht so recht, was er tun sollte. Wir sprechen von Anfang 2021. Also rief er Herrn Putin an. Und er sagte, wir mögen all diese russischen Truppen an der Grenze nicht, was machen sie da? Und Putin sagte, nun, Zelensky sagt, dass er vielleicht eine Atomwaffe bekommen wird. Zelensky sagt, dass er die Krim einnehmen wolle. Können Sie ihm das nicht das Maul stopfen? Biden sagte, okay, und das hat er getan. Und der Putin sagt, und außerdem befinden sich zwei Lenkwaffenzerstörer auf dem Weg in die Dardanellen ins Schwarze Meer. Können Sie die zurückrufen? Und Biden sagte, okay, und er tat es. Dann sagte Biden, ich mag persönliche Diplomatie, lassen Sie uns reden. Halten wir einen Gipfel ab. Wie die meisten von Ihnen wissen, wurde ein Gipfeltreffen für den 16. Juni 2021 vereinbart. Wir wissen nicht viel über diesen Gipfel, außer dem, was Präsident Biden uns gesagt hat. Unmittelbar nach dem Treffen und als er in sein Flugzeug steigen wollte, um nach Hause zu fliegen, sagte er, es ist noch nicht ganz sicher, wissen Sie, es steht mir nicht zu verraten, was ich Präsident Putin gesagt habe, aber er hat eine sehr lange, tausende von Meilen lange Grenze mit China. Er weiß, dass China danach strebt, nicht nur die wichtigste Wirtschaftsmacht, sondern auch die wichtigste Militärmacht zu werden. Herr Putin hat vieles zu fürchten. Und er fuhr fort, bevor er ins Flugzeug stieg. Aber seine Betreuer sagten, Joe, lass uns. Nein, ich möchte noch ein Wort sagen. Unterschätzen Sie nicht die Tatsache, dass Putin von China unter Druck gesetzt wird. Der 16. Juni 2021. Er steigt in das Flugzeug. Ich wäre gern eine Fliege an der Wand gewesen, als Putin seine Berater konsultierte und sagte, Offenbar lesen Sullivan, Blinken und diese Jungs immer noch in den Lehrbüchern, die Graham Fuller und Ray McGovern vor 4 Jahrzehnten geschrieben haben, als sich Russland und China noch in den Haaren lagen. Ich will diese Leute nicht verunglimpfen. Sie sind sehr gut gebildet. Sie sind die Besten und Klügsten. Und sie sind diejenigen, die uns in den Vietnamkrieg verwickelt haben. Und wir alle wissen, wie das ausgegangen ist. Mir gefiel, was Professor Boyle gesagt hat. Und ich habe mir eine kleine Notiz gemacht über die Anwaltskanzlei Biden, Blinken, Sullivan, Nuland und Austin. Das klingt so ähnlich wie Dewey, Cheatham & Howe oder wie auch immer sie heißt. Diese Leute sind wirklich ein Risiko. Ich will damit Folgendes sagen. Als Putin, und Sie sollten selbst lesen, was er sagte. Präsident Putin hielt am 27. Oktober letzten Jahres eine große Rede vor dem Waldai-Club. Er sprach 45 Minuten lang und beantwortete dann 3 Stunden lang Fragen. 3 Stunden. Die westlichen Journalisten haben nicht bis zu den Fragen gewartet oder sie haben die Fragen absichtlich ausgeklammert, aber die Fragen waren wirklich das Wichtige. Er wurde gefragt und ich habe das aufgeschrieben. Präsident Putin zu China. Die wachsenden Spannungen zwischen China und den Vereinigten Staaten. Warum sollten sich die Vereinigten Staaten, Zitat, die Beziehungen zu China verderben, während sie gleichzeitig einen Streit mit Russland in der Ukraine anzetteln? Zitat Ende.
Hören Sie sich Putins Antwort an. Zitat: Ehrlich gesagt weiß ich nicht, warum Sie das tun. Sind Sie noch bei Trost? Das scheint doch dem gesunden Menschenverstand und der Logik völlig zuwiderlaufen. Das ist einfach verrückt. Dahinter könnte ein subtiler, tiefgreifender Plan stecken, aber ich glaube, da ist nichts. Keine subtile Überlegung, es ist einfach nur Unsinn und Arroganz, sonst nichts. Solche irrationalen Handlungen wurzeln in Arroganz und einem Gefühl der Unantastbarkeit. Zitat Ende. Ich schließe mich nicht allem an, was Wladimir Putin sagt, aber ich denke, er hat in diesem Punkt völlig recht. Aber es spielt keine Rolle, was McGovern, Graham Fuller oder sonst jemand denkt. Was zählt, ist, was Putin denkt. Sind wir heute in größerer Gefahr als 1962? Das war ein Jahr, bevor Graham und ich zur CIA kamen. Ich war zufällig in Georgia, in Fort Benning, während der Kuba-Krise im September, Oktober und November 1962. Wir haben etwas festgestellt. Es gab dort keine Waffen. Es gab keine schicken, modernen Granatwerfer wie heute, mit denen wir gerne trainiert hätten. Da war nichts. Wo waren sie? Sie waren alle unten in Key West in Florida, bereit, in Kuba eingesetzt zu werden. Dort befand sich alles. Warum sage ich das? Ich sage, weil die Kuba-Krise meiner Ansicht nach und nach Ansicht einiger anderer Leute sehr analog zu dem ist, was Putin heute an der Peripherie Russlands erlebt. Ich habe dies vor 2 Tagen vor dem UN-Sicherheitsrat erwähnt. Lassen Sie mich noch einmal kurz darauf verweisen. Herr Putin hat tatsächlich gesagt, und sehen Sie sich seine Rede vom 21. September 2021 an, als er ausdrücklich sagte, was mich beunruhigt, ist die Tatsache, dass die Stellungen in Rumänien und in Polen für Marschflugkörper und Hyperschallraketen geeignet sind, die Moskau und unsere ICBM-Streitkräfte treffen könnten, wenn es sich um Marschflugkörper handelt, 7 bis 10 Minuten. Wenn es sich um Hyperschallraketen handelt, 5 Minuten. Ich, Wladimir Putin, möchte nicht in die Lage versetzt werden, entscheiden zu müssen, ob ich den Rest der Welt in die Luft jagen sollte. Er hat diese Worte nicht benutzt. Ich benutze diese Worte, aber es ist wahr. Ich möchte nicht in die Lage versetzt werden, entscheiden zu müssen, ob ich den Rest der Welt in 5 Minuten in die Luft jagen sollte oder 7 bis 10 Minuten vorher. Das ist der Knackpunkt des Problems. Und ich sagte im Sicherheitsrat, Sie müssen nicht McGovern glauben. Er liest zwar alles, was Putin sagt, aber trotzdem müssen Sie ihm nicht glauben. Hören Sie auf Putin. Vor dem Staatsstreich in Kiew am 22. Februar 2014 gab es nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür, dass Putin oder irgendjemand anders in der russischen Führung die Absicht hatte, die Krim zu besetzen, besser gesagt zu annektieren. Als der Putsch stattfand, als klar war, dass die Putschisten, die Leute, die an die Macht kamen, die Ukraine in die NATO holen und die russischsprachige Bevölkerung daran hindern wollten, ihre offizielle Sprache zu sprechen und dass sie ein Auge auf die Krim geworfen hatten, Russlands einzigen ganzjährig nutzbaren Marinestützpunkt, der dort nach einigen Kriegen von Elisabeth der Großen eingerichtet worden, zur gleichen Zeit wie unsere Revolution passierte. Als Putin aus Sotschi zurückkam, er war bei den Olympischen Winterspielen, war nicht einmal in Moskau, als der Putsch stattfand. Er kam zurück und sagte, was machen wir jetzt mit der Krim? Lange Rede, kurzer Sinn,
Sie wollen nicht zulassen, dass die Krim ein Hafen oder ein Marinestützpunkt der NATO wird. Sie kennen den Rest der Geschichte. Die Krim wurde im nächsten Monat annektiert. Im darauffolgenden Monat, im April, feierte Putin die Annexion der Krim und er sagte, und das ist wichtig, er sagte, unser Motiv war zum Teil die Vorstellung, dass die Ukraine Mitglied der NATO werden könnte. Aber noch wichtiger ist, dass wir nicht wollten, dass offensive Angriffsraketen an der Peripherie Russlands stationiert werden. Und in der Tat, genau das befürchtete man natürlich. Während ich hier spreche, befinden sich in Rumänien und Polen Raketenstellungen. Man kann sie von angeblichen ABM-Stellungen zur Verteidigung gegen den Iran in Angriffsraketen umwandeln, die Russland innerhalb von 5 Minuten erreichen könnten oder 7 bis 10 Minuten im Moment. Was bedeutet das? Denken Sie an Kuba. Ich habe einige der Technikleute gefragt, die die damalige Situation in Kuba kannten. Wie lange hätte eine der sowjetischen Angriffsraketen gebraucht, um Washington oder Omaha zu erreichen, wo sich das Strategic Air Command befindet? Minuten, sagten sie. Minuten. Wie viele Minuten? Nur Minuten. Okay, gut. 10 Minuten? 5 Minuten? Nun, John Kennedy hat reagiert. Hat er etwas Illegales getan? Nun, Blockaden sind illegal. Man kann sie auch Quarantäne nennen, wenn man will. Es wird nicht legal, wenn man es Quarantäne nennt. Wie ich schon sagte, alle unsere Waffen und viele meiner Kameraden waren in Key West. Und nicht zuletzt drohte John Kennedy deswegen mit einem Atomkrieg. Hier also die Frage, über die man nachdenken sollte. Hat damals jemand gesagt, bist du denn völlig verrückt geworden, John Kennedy? Das ist doch völlig unprovoziert. Du reagierst mit illegalen Dingen wie einer Blockade, wo das alles doch unprovoziert ist. Warum hat das damals niemand gesagt? Hallo? Weil es provoziert war. Wenn Putin es für nötig hielt, in die Ukraine einzumarschieren, zwar nicht nur aus diesem Grunde, sondern was noch wichtiger ist als andere Erwägungen, aus diesem Grund, dann kann man nicht sagen, dass das unprovoziert war. Sagen Sie, es sei illegal, illegal, wenn Sie wollen. Lassen Sie die Russen darüber entscheiden. Aber dieses Gerede von unprovoziert ist einfach nicht wahr. Der amerikanische Vertreter im UN-Sicherheitsrat hat es vor 2 Tagen vermieden, das Wort unprovoziert zu verwenden. Das war schon merkwürdig. Er sagte schrecklich, schrecklich und all diese Dinge, aber er sagte nicht, dass das, was Russland vor einem Jahr getan, unprovoziert war. Ich weiß nicht warum, es ist das erste Mal, dass ich derartige Erklärungen gehört habe, in denen das nicht gesagt wurde. Vielleicht hatte er Angst, ich würde mich auf ihn stürzen. Es genügt zu sagen, dass die Auflösung kurz bevorsteht. Was mich dabei wirklich beunruhigt ist, dass das amerikanische Volk kaum auf das vorbereitet ist, was auf es zukommt. Meiner Meinung nach wird es eine russische Offensive geben, um in den nächsten Wochen bis zum Dnieper vorzudringen. Und dann wird es Zeit, höchste Zeit, für Verhandlungen. Ich glaube nicht, dass Putin die gesamte Ukraine übernehmen will. Das wäre dumm. Das wäre das, was Dick Cheney oder Don Rumsfeld oder einer dieser außergewöhnlichen Menschen versuchen würde. Ich denke, er wäre bereit, einen Deal zu machen. Die Frage ist nur, wann? Und wenn Generalstabschef Milley kürzlich sagte, vielleicht sollten wir jetzt verhandeln, aber wenn er 2 Wochen später sagt, nein, nein, Russland verliert, Russland hat verloren, dann sieht man, dass ein Hauch von Illusion, ein Hauch von Verblendung in Washington herrscht. Was wir also tun müssen, ist, auf die Straße zu gehen und zu agitieren. Wir müssen unsere Mitbürger aufklären, denn die Presse tut das nicht. Wir müssen unseren Hintern hochkriegen und sagen, seht her, hier sind die Fakten. Seymour Hersh hat die Tatsache aufgedeckt, dass wir einen schrecklichen terroristischen Akt
eine Kriegshandlung, wie Professor Boyle sagte, begangen haben und unsere Leute aufklären. Wir müssen ihnen sagen, wollen wir wirklich einen Atomkrieg für so etwas riskieren? Ich glaube nicht, dass wir das wollen. Aber wir müssen dafür sorgen, dass unsere Mitbürger dies wissen. Lässt sich das in einer und der nächsten Woche erreichen? Wahrscheinlich nicht, aber wir müssen es weiter versuchen. Ich schließe mit I.F. Stone, der sich mit dieser Art von Umständen konfrontierte und der sagte, man muss mit offenen Augen an die Sache herangehen und wenn möglich, behalten Sie Ihren Sinn für Humor. Denn wenn man wird erst einmal verlieren, man wird nochmal verlieren und wieder verlieren. Doch am Ende wird jemand gewinnen, der denselben Instinkt für Gerechtigkeit und Wahrheit hat wie wir. Also versuchen wir es weiter in dem Bewusstsein, dass man nicht sofort gewinnen wird und bewahren wir dabei unseren Gleichmut, behalten wir unseren Sinn für Humor, so gut es geht, aber bleiben wir trotzdem hartnäckig. Herzlichen Dank.